Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt dann noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Guten Morgen, meine werten Damen und Herren. Es ist 10.30 Uhr, Folge 9 unserer wunderschönen 2500 Kilometer Tour durch Querdeutschland. 7 Tage, 7 größte Städte, so günstig wie möglich. Geht heute los. Wir haben gerade, ich glaube, das erste Mal seit Anfang der Reise heute mal 8 Stunden geschlafen. Wir sind jetzt gerade noch in unserer wunderschönen Bleibe, die wir gestern noch bis oder ganz spät abends bekommen haben, zum Glück. Und es ist 10.45 Uhr. Um 12 Uhr müssen wir hier raus. Wir müssen oder gehen jetzt gleich schnell einkaufen und werden 7 Euro von unseren 36 geörnten Euros killen, beziehungsweise 14 Euro, also 7,50 Euro pro Kopf, um uns was zu essen zu kaufen, weil wir müssen was essen, sonst werden wir sterben. Und dann ist unser Plan heute, dass wir von Stuttgart aus, also Göpplingen sind wir jetzt, wir sind ein bisschen neben Stuttgart, nach München fahren, das sind nur so gute 2 Stunden. Das Ding ist, in München habe ich sehr viele Zuschauer, da kennen mich sehr viele Leute von euch und ich denke, da wird einiges abgehen. Heißt, wir sind so, ich würde sagen 15, vielleicht 16 Uhr in München, wenn alles nach Plan läuft. Wir müssen heute noch eine Bleibe finden, wo wir pennen können. Und im besten Fall finden wir in München irgendjemanden, der uns was zu essen gibt, weil wir legit nur noch Süßigkeiten haben und sonst echt richtig aufgeschmissen werden. Für uns heißt es jetzt erstmal ab zum Bäcker, ab irgendwas aussuchen für 7,50 Euro pro Kopf und dann geht es los. Ich bin Steve, ich bin auch dabei. Ich mag den nicht. Wir brauchen halt belegte Brötchen, wir werden uns keinen Belag kaufen können, weißt du, wie ich meine? Hallo! Eins von den 3 vordersten hier nehmen? Ja, ein Croissant, was da vorne liegt, würde ich gleich noch nehmen. Nimm dann noch 3 Croissants. Ja, für den hin. Normale. Genau, ganz normal. Das hättest du mir auch einfach sagen können, dann hätte ich das gleich mit angesagt. Perfekt, geil. Dankeschön, schönen Tag. Das war die netteste Bäckerdame, die ich, glaube ich, je kennengelernt habe bis jetzt. Wir haben jetzt unser Essen hier. Ihr habt mitbekommen, was wir genommen haben. Wie viel haben wir gesamt bezahlt? 12,90 Euro. 12,90 Euro, sogar unter unserem Budget sogar. Wir hätten sogar noch eine Sache mehr kaufen können. Aber wir versuchen sparsam mit unserem Geld umzugehen. Steve hat jetzt hier gerade 3 Croissants, die er sich rein... Aber sind okay. Ja, 3 Croissants und auch so große Croissants. Jetzt nicht so kleine Croissants, schon größere. Ich habe 2 belegte Brötchen und ein Croissant. Die werden wir uns jetzt erstmal entspannt auf dem Weg nach Hause eininhalieren und dann zu Hause wahrscheinlich auch weiter essen, weil wir es nicht schaffen bis dahin. Und dann müssen wir schon um 12 ist es dann schon. Um 12.10 Uhr kommt unser Kontakt, der uns dann die Schlüssel abnimmt. Und dann werden wir uns verabschieden und nach München losfahren. Das, glaube ich, ist jetzt das beste Frühstück, was wir auf der Reise bisher hatten. Ich bin auch noch immer noch heiser. Haben wir uns auch einfach mal gegönnt. Aber wer weiß, ob wir in München überhaupt eine Unterkunft finden. München ist das einzige Problem, was jetzt noch ansteht. Weil wenn wir München nichts finden, müssen wir immer noch uns was kaufen. Jetzt wird erstmal gegessen. Alles? Bist du satt? Ja. Ja. Ich bin auch satt. Wir packen jetzt erstmal noch schnell unser Zeug zusammen und jetzt in 30 Minuten, glaube ich, kommt der Arzt und nimmt uns den Schlüssel ab. Ist das eine Porsche-Uhr? Das ist eine Porsche-Uhr. Das ist crazy. Der Arzt ist jetzt schon gekommen. Wir haben schon seine MT-07 mit der Zart-Komplettanlage gehört. Und wir haben jetzt hier soweit alles ordentlich sauber hinterlassen und alles gepackt und sind jetzt auf dem Weg. Bereit, wieder loszufahren nach München für 2,5 Stunden. Wir haben alles aufgeladen, Akkus sind geladen, alles ist geladen. Wir sind voll bereit. Die Reise geht weiter. Wir müssen nur gucken, wie wir jetzt zu den Motorrädern kommen. Morgen. Guten Morgen! Also, ja, so morgen, Mittag, hallo. Wir haben alles ordentlich hinterlassen. Wir wollten dir schon entgegenkommen, um dir den Schlüssel wiederzugeben. Du kannst auch gerne nochmal nachgucken, wenn du willst. Betten haben wir wieder gemacht und sonst haben wir eigentlich nichts angestellt. Nur im Mülleimer haben wir die vom Bäcker die Tüten reingeschmissen. Ja. Was sonst zu trinken oder sowas brauchen wir nicht? Nee, wir sind versorgt erstmal. Wir haben Flaschen dabei, wir füllen uns das einfach immer unterwegs auf. Irgendwo, wo Platz ist. Dann auf jeden Fall mal gute Fahrt. Wir fahren vorsichtig. Ich danke dir nochmal für die Unterkunft, wirklich. Das war unsere Rettung in der Not. Dankeschön, Tag dann noch, Digga. Danke, danke. Wir machen uns los auf den Weg nach München und werden in München
dann den Chili Milli aktivieren, mal gucken, ob da Zuschauer auf uns warten. Wir machen den ersten Stopp. Steve, machen wir den ersten Stopp wieder, wenn Tank leer ist? Mein Motorrad fährt nicht mit Liebe, mein Motorrad fährt nur mit Sprit. Ja, leider, ja. Was echt krass ist, ist, dass unsere Maschinen sich perfekt decken zueinander. Also wenn Steve sein Tank leer ist, egal wie doll wir ballern, wenn Steve sein Tank leer ist, ist mein eigentlich auch leer oder fast leer, eins von beiden. Bedeutet, wir können eigentlich immer, wenn wir zusammen voll machen, können wir immer bis leer fahren und sind auch relativ gleichzeitig leer. Das ist echt krass, Digga, das passt gut. Jetzt sind wir 190 Kilometer quer durch Bayern, ab nach München. 190 Kilometer? Ja, 190 Kilometer, aber laut Navi 3 Stunden brauchen wir angeblich für die 190 Kilometer. Wir haben uns jetzt gerade kurzfristig, weil wir gerade die Landschaften gesehen haben, die ihr auch gesehen habt, haben wir uns dafür entschieden, dass wir erstmal ein bisschen Landstraße fahren und dann später vielleicht zur Autobahn switchen oder vielleicht sogar durchfahren. Mit Landstraße sind wir eine Stunde länger unterwegs als über die Autobahn. Ding ist aber, es ist 12.30 Uhr gerade und wir haben uns so zu 15, 16, 17 Uhr angekündigt in München. Bedeutet, wir haben super viel entspannt, lässig Zeit. Und ich habe gesagt, es ist jetzt auch mal schön, nachdem wir jetzt die letzten Tage komplett Autobahn gefahren sind, wenn wir einfach mal jetzt halt Landstraßen sehen, vor allem hier die schöne Landschaft und so mitnehmen. Ich denke mal, wir werden einfach Wow. Der kommt hier aber auch reingeschossen. Bruder, das ist ja verrückt. Er hat aber auch seinen eigenen Fehler erkannt, Digga. Dadurch habe ich gesagt, ey, dann lass erstmal Landstraße fahren und vielleicht entscheiden wir uns dann später, wenn der Tank leer ist oder so, dass wir dann auf die Autobahn switchen. Wir müssten halt nur, ich glaube, smart wäre die früheste Tankstelle, die wir jetzt sehen, zu nehmen, oder? Oh, ja, definitiv. Ich weiß nicht, wer welchen Abstand hier. Na eben, bei den Landstraßen jetzt weiß man nicht, wie, wann da was kommt und so. Hier ist eine Tankstelle, wollen wir da schon? Danke, ja auch. Jetzt ja. Schon, echt? Okay. Oh mein Gott, Digga, ich bin schon zum fünften Mal fast umgekippt. Wie bezahlt man hier? Tankautomat. Ach, zahlt man hier. Hä? Steht bei dir hier eine Summe dran? Ja. Bei mir steht auch eine Summe. Ich glaube, man muss zahlen. Man muss erst zahlen und dann tanken. Warte, ich guck mal. Ja, man muss erst zahlen und dann tanken. Verstehst du es? Wir sind so eine Stadtkinder. Karte einchecken oder vorhalten. Hinweise im Display beachten, an ausgewählten Tankplatz tanken. Bitte Säulennummer eingeben und mit OK bestätigen. Säule 4. Okay. Karte einstecken? Nee. Was ist das? Entschuldigen Sie? Könnte ich Sie was fragen? Ich kann eben noch mal eine Quittung rauslassen, wenn es geht. Ach so, ja, gerne. Geht's, wa? Super. Ja, wir wollen was tanken, genau. Einfach nur tanken. Also Magnetstreifen muss unten rechts hin. Magnetstreifen auf der Seite. So? Hätte ich sagen. Ja, wie meine Karte reinsteht. Ja. Säulennummer eingeben. Das ist die 4. Ja, auf der Seite? Ja, genau, auf der Seite die 4. Dann machst du auf die 4 und machst okay. Also maximal. Tanken. Ah, okay. Alles klar, Karte kann ich jetzt schon entnehmen, ja. Ja. Bitte. Okay. Alles klar, danke schön. Schönen Tag. Ciao. Digga, die haben einfach bessere Systeme als wir in Berlin. Beleg. Eigentlich sagt er dir alles. Voll dumm, dass wir so dumm sind. Naja, fahren wir erstmal weiter. Wir sind jetzt bei einem Edeka hier. Da werde ich gleich mal fragen, ob wir auf Toilette gehen dürfen. Oder du oder ich weiß nicht wer. Um unsere Wasserflasche aufzufüllen. Und werden dann, denke ich mal, noch einen Red Bulli zischen. Ich glaube, da gibt es keine Toilette. Da doch, safe gibt es eine Toilette, sage ich. Und wenn nicht, müssen wir ein Wasser kaufen, glaube ich. Oder? Ja. Da müssen wir eins kaufen, wenn die keine Toilette haben. Nee, da gehe ich jetzt nicht einfach rein. Aber wir kaufen nur 1,5 Liter Wasserflasche, ne? Mhm. Wollen wir Pfandflaschen gleich wegbringen? Dann können wir die Pfandflaschen eintauschen gegen... Ja, mach mal. Ja, warte. Das reicht doch sogar für eine Flasche Wasser. Ich glaube schon.
Kannst du die kurz aufpusten? $0.75. Komm. Da, $0.69. Eine Flasche Wasser. Och, die eklige. Die können wir nicht trinken, die schmeckt so widerlich. Ich schwöre, die schmeckt so widerlich, das schaffe ich auch nicht. Das bringt mir dann auch nicht, keine Punkte. Nehmen wir die einfach. Dann bezahlen wir die mal und gehen dann gleich nochmal raus. Danke, schönen Tag. Wir sitzen jetzt hier und haben, bin voll mit Spinnenweben, haben hier die wunderschöne Wasserflasche. Wir werden jetzt gleich noch die Red Bull trinken. Die beiden hier, die wir vom Zuschauer bekommen haben in Frankfurt, die werden wir jetzt auch gleich noch weghüllen und halt das Wasser. Ich weiß aber nicht, ob wir das Wasser ganz austrinken oder nicht. Wir haben uns jetzt gerade überlegt, wir gucken gleich mal, wie weit der Weg jeweils ist, dass wir jetzt schon Autobahn bevorzugen statt Landstraße. Weil wir würden jetzt noch 2 Stunden nach München brauchen über Landstraße und 2 Stunden ist jetzt schon noch ein Brett. Ich muss mal kurz überlegt, das sind 74 Kilometer. 74 Kilometer sind gar nicht lang eigentlich. Das klingt an der Stunde für mich. Digga, ich bin komplett rot hier. Rucksack. Hier auch komplett, aber komplett rot. Ja, und es brennt auch total, es tut auch total weh. Aber wir müssen da durch. Wundervoll. Wir haben auch mittlerweile miese Arschschmerzen. Sein Arsch tut auch richtig weh. Es ist wirklich brutal. Aber nach so ein bisschen Laufen geht es immer wieder. Aber in so 1-2 Stunden, also 1-2 Stunden fahren, komplett fahren, schmerzt schon, schmerzt sehr. Wo warst du mein Handy? Keine Ahnung. Ich hab's aber nicht. Haben wir jetzt mein Handy verloren? Ja, mein Handy ist weg. Ich hab auch gerade angerufen, ich hab auch nichts vibrieren hören. Es liegt da drin, 100%ig. Ich hier gucken. Ja? Okay, bis gleich. Wir haben auf meinem Handy, wo ist, und sie hat meinen Standort, heißt, selbst wenn es geklaut wird, finden wir es wieder. Und wenn es geklaut wird, dann finden wir den, der es geklaut hat. Nein, ich hab's nicht. Okay, er scheint sich gefunden zu haben. Jetzt müssen wir uns mal kurz Gedanken machen. Ist Licht da? Okay, wir suchen kurz mein Handy. Moment. Wir haben mein Handy wiedergefunden. Da ist es. Es lag bei Edeka und ich war erst bereit, deswegen habe ich die Kamera so schnell weggepackt, weil ich dachte, Real Talk, es wurde geklaut und ich war richtig bereit, meine Sache einzupacken. Dadurch, dass Steve mein Wo-Ist hat, wäre ich bereit gewesen, aufs Motorrad zu steigen und dem hinterher zu fahren, der es geklaut hätte. Um ihm, so, gucke, so ein Uppercut. Bam, Mensch gemacht! Bam! So, aber zum Glück haben wir es wieder gefunden. Das war einfach an der Edeka-Kasse. Ich habe es da irgendwo liegen lassen wahrscheinlich. Ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie und warum. Grüße an den, der das abgegeben hat, Digga. Ganz viel Liebe an dich. Und ja, dann haben wir es wieder gefunden. Jetzt ist unser Plan. Wir haben gerade ein bisschen einen Plan gemacht. Und zwar werden wir jetzt zur Allianz Arena in München fahren. Über die Autobahn. Weil wir brauchen über die Autobahn jetzt noch 1 Stunde. Und über Landstraße 1:30. Da ist Autobahn einfach sinnvoller. Plus nach der Allianz Arena, da habe ich jetzt schon angekündigt, werden wahrscheinlich auch ein paar Zuschauer auf uns warten. Und nach der Allianz Arena werden wir von da aus zu der Legendentankstelle fahren, wo Moji immer chillt. Wir haben ja bei uns in Berlin unsere Legendentankstelle. Da an der Tankstelle hat Moji immer seine Zeit verbracht. Die wollen wir uns mal angucken. Und jetzt kommt das Highlight. Steve, bist du bereit? Mach einen Trommelwirbel. Wir haben einen Schlafplatz gefunden! Wir werden übernachten oder nächtigen können bei DriveBlue, der auch die Adapter baut für das Setup, mit dem ich schon seit 2-3 Jahren Kontakt habe, seitdem ich das Setup damals entworfen habe und er da den Adapter entworfen hat und den jetzt aktiv verkauft für euch, um das Setup hier, wie wir es haben, zu ermöglichen, dass wir uns hören. Und ja, da dürfen wir heute pennen, Digga. Geil! Ja, da machen wir uns jetzt auf den Weg. Heißt, wir haben heute einen Plan. Wir werden in München einiges sehen, die Allianz Arena treffen und ordentlich durchkommen, hoffentlich. Ich freue mich auf diese wunderschöne Zeit, Digga, wirklich. 59 Kilometer, 55 Minuten. Links rum, links rum, links rum, links rum, links rum, links, links, wenden. Ach, wenden? Ja, links rum, wenden. Ja, links rum wären wir jetzt da hinten gewesen. Ja, sprich hinten. Es drückt irgendwie bei dem Rucksack die ganze Zeit am unteren Rücken. Echt? Nee, das bei mir geht. Bei mir sind es halt wirklich das, was ich gezeigt habe, die Rötungen, die Ausschläge, die ich habe, die sind geisteskrank. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Bei mir fühlt sich das so, als ob jemand so, als ob im Rucksack irgendwas drin ist, was so über den Rücken reinpiekt die ganze Zeit, weißt du? Ja, verstehe, ja. So fühlt sich's an. Wir
sind jetzt in 4 Minuten da, laut Navi. Ich muss schon wieder richtig pissen, aber nicht geisteskrank, also aushaltbar. Und wir sind auch wirklich gespannt, was und wer auf uns wartet, ob überhaupt jemand auf uns wartet. Genau, ich habe schon gesagt, ich wäre jetzt auch nicht sauer darüber, wenn gar keiner auf uns wartet, weil die letzten Tage echt mies anstrengend waren so. Aber wäre auch irgendwie geil, wenn Leute auf uns warten. Haben wir beide schon besprochen jetzt gerade. Da ist die gute Allianz Arena. Da, Allianz Arena! Oh. Allianz Arena auf die 1. Da sind wir. Es ist jetzt übrigens 16.35 Uhr. Also wir sind 12.30 Uhr losgefahren. Wir sind jetzt seit 4 Stunden exakt unterwegs mit Pause. Ist okay. Ist okay. Kann man sich nicht beschweren. Ach, guck mal. Ah, moin. Warte, der kennt uns. Warte, hallo. Moin, Meister. Oh. Moin, Meister. Hallo. Hier. Und genau hier einfach. Genau hier ist perfekt. Genau hier. Boah, das ist so wichtig jetzt hier gerade. Wir kommen gleich wieder, Chef. Wir kommen gleich wieder. Warte, ich sag ihm kurz Hallo. Hallo, mein Bro. Wir müssen kurz die Allianz Arena anfassen. Danach sind wir wieder hier. Die anfassen? Ja. Wir sind gleich wieder da, Digga. Bis gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Allianz Arena. Luca und der andere Arzt warten da kurz. Und dann werden wir kurz die Allianz Arena berühren. Was? Ich weiß auch nicht, wie ich mir Luca merken konnte. Luca, aber er sieht auch aus wie ein Luca. Ich sage ehrlich, Allianz Arena ist jetzt die schönste. Die sieht auch mächtig aus, wenn man davor steht, muss man sagen. Wirklich sehr mächtig aus. Und dass man da drin, man sieht so, ich weiß nicht, ob man auf der Kamera das aussieht, aber man kann da so durchgucken und sieht die Rolltreppen oder Treppen und so. Ja. Ah, da kommt noch mehr. Ja, was haben wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Jetzt auf 3 wieder. 1, 2, 3. Oh. München! Checker! Checky, check, 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 oh. München! Die 6. Stadt kurz vorm Ziel. Auch erledigt. Kleine Äffchen, fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnauze, nur paar Würen? Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Würen. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Salami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.